Es ist Frühling und die Natur zeigt mit aller Kraft, wie viel Energie sie hat. Die Obstbäume sind in der Blüte und werden fleißig von den Bienen bestäubt. Ich stehe hier auf meiner kleinen Obstwiese, die direkt in der Nachbarschaft zu einem konventionellen Bauern ist. Der arbeitet viel mit künstlichem Dünger, mit Glyphosat und mit Giften. Und deshalb habe ich vor ein paar Jahren angefangen, eine Weidenhecke zu pflanzen, um eine physische Barriere herzustellen. Leider ist die Hecke nicht gut gewachsen bzw. fast gar nicht gewachsen. Und das liegt an zwei oder drei verschiedenen Punkten. Zum ersten habe ich beobachtet, wie direkt zum Nachbarn hin durch die Gifte die Pflanzen ganz schwach sind und verkümmert und auch viel zu wenig Wasser aufgenommen haben und verdörrt sind. Und auf der anderen Seite habe ich gesehen, wie durch Hasen, die Rinde abschälen, das Wachstum gestört war, beziehungsweise durch Rehwild, also Rehböcke, wenn die im Frühjahr das Gehörn im Bast haben und es fängt dann an zu jucken irgendwann und dann fangen die an zu fegen, nennt sich das, wenn sie dann mit dem Gehörn am Holz und an kleinen Stämmen entlang reiben. Dabei wird die Rinde zerstört und die kleinen Bäume und Pflanzen können auch nicht wachsen und sich mit Energie versorgen. Aus diesem Grund habe ich heute damit begonnen, eine Totholzhecke, eine sogenannte Benyes-Hecke anzulegen. Dabei wird altes Astmaterial aufgeschichtet und das ist ganz schön viel Arbeit und deswegen bin ich froh, dass mir meine Frau, meine große Tochter dabei geholfen haben. Die Benyes-Hecke habe ich so gebaut, dass ich Stämme im Abstand von ungefähr einem halben Meter in die Erde geschlagen habe und dazwischen haben wir Äste aufgereiht. Die Äste stellen eine physische Barriere dar und es ist für mich jetzt erstmal wichtig, dass die Gifte vom Nachbarn abgehalten werden. Gleichzeitig bleiben Samen, die durch den Wind hergeblasen werden, in der Totholzhecke hängen. Eine andere Samenquelle kommt über Vögel, die durch den Kot Samen bringen und die dann durch das Regenwasser nach unten gewaschen werden. Daraus kann sich eine Feldhecke entwickeln und die Pflanzen der Feldhecke können im Schutz des toten Holzes wachsen. Ja, das Holz ist dann wieder eine Barriere für Hasen und für Rehwild, damit die keinen Wildverbiss und keine Schäden verursachen können.
Nun habt ihr gesehen, wie einfach es geht, eine Totholzhecke, eine sogenannte Benjeshecke anzulegen. Das Schöne dabei ist, dass ihr die Äste, die bei euch im Garten anfallen, verwenden könnt. Das heißt, ihr müsst sie nicht wegfahren und entsorgen, sondern ihr könnt sie direkt für die Totholzhecke verwenden und somit einen Kreislauf im Garten schließen. Das heißt, die Energie, die in den Ästen steckt, bleibt im Garten erhalten und kommt auch den Pflanzen im Garten, also dann später der Hecke, wieder zugute. Das Tolle ist, dass zum Beispiel auch Vögel, die im Unterholz nisten, wie zum Beispiel der Zaunkönig, die bauen sich in solchen Totholzhecken gerne Nester, um zu brüten. Es ist ein faszinierender Lebensraum und es macht Spaß, dabei zuzusehen, wie wir dadurch das Leben unterstützen. Ein weiterer Vorteil ist auch, dass die Pflanzen, die dann in der Hecke wachsen, durch den Sameneintrag von außen sich viel stärker und vitaler entwickeln. Wenn wir Heckenpflanzen kaufen, dann werden die in der Regel vorgezogen und umgepflanzt und das entfällt. Somit entfällt auch dieser Pflanzschock, der da ab und zu entsteht und somit können sich die Pflanzen in der Hecke von Anfang an ganz stark entwickeln. Jetzt hoffe ich, dass ich euch mit dem Video inspirieren konnte und dass der ein oder andere von euch auch eine Benjeshecke macht in seinem Garten. Und dafür wünsche ich euch viel Erfolg und bis zum nächsten Mal.